sehen können, machen wir uns schon mal ein Feuer, um das Wasser dann abzukochen. Als Zunder kann man alles Mögliche verwenden. Tampons sind am Anfang für Anfänger ganz gut, die fachen schnell Feuer. Ansonsten immer aus Holzspänen etc. Dann legt man sich aus trockenem Holz, was nicht auf der Erde lag, sondern von abgestorbenen Bäumen, schon mal das Fundament ringsherum, dass das gleich Feuer fängt. Man hat im Prinzip in kürzester Zeit schon mal ein Feuer, womit man arbeiten kann. Man muss natürlich gleich am Anfang immer viel rauflegen. Wir machen das jetzt nicht so groß, wir wollen ja keinen Waldbrand entfachen. Und dann läuft das Ganze schon. Wenn man nur eine Glut hat, immer wichtig, dabei bleiben, pusten, 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 dass das Feuer nicht aussieht, sondern dass es richtig startet. Wie man hier sehen kann, hat es wunderbar geklappt. Wir haben einen leichten Wind von der Seite, das heißt, wir brauchen gar nicht so viel pusten. Wird doch schön warm gleich. Schön warm gleich. Und jetzt packt man halt immer mehr rauf, nacheinander, erstmal stapeln, bis das eine gewisse Größe hat. Hat einwandfrei geklappt. Und auch dazu mehr in unseren Kursen, was man da als Material alles verwenden kann und machen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, Feuer zu entfachen, Feuer reiben, Feuer sägen. Das zeigen wir euch dann alles live und nicht im Video, das ist besser. Ja, und man merkt, das funktioniert hier einwandfrei. Also wir könnten jetzt immer mehr raufpacken, Dinge abkochen, uns wärmen, Kleidung trocknen und vor allem ein Feuer hält gerade nachts immer Ungeziefer und Tiere fern. Lassen wir jetzt runterbrennen, damit wir weitermachen können. Wichtig noch, Leute, wenn das Feuer aus ist, austreten, schön Sand drüber, damit kein Waldbrand entfacht wird. Wa?